mehr. Freitag früh gemäht, Freitag nichts weiter gemacht, außer halt die Rennreitsport. Und Samstag um abends rum am Sport. Und Sonntag um abends rum am Sport. Und jetzt kommen wir, ja, über das Fahr. Thank you.
Sicherheit. Thank you.
Weizen ist schon ab. Das ist gerade Horben. Steht ja da noch da. Und scheiß aufs Unkraut, ist mir scheißegal, was das sagt. So Leute, der Horben muss weg, weil wenn er reinkommt, dann fällt er aus. Ja, der ist jetzt im Korntank drin, weil ich keinen Hänger mehr frei habe. Doch, ich hätte noch den einen Achse, aber der ist nicht kantig, dann liegt alles draußen. Nein, macht keinen Sinn. Auf dem Steib ist der Raps, beziehungsweise halt das fehlgeschlagene Raps, Unkraut, Schwarz, irgendwas gemischt. Und auf dem Kippe ist der Was drauf. Ja, Kondank ist jetzt der Horben. Die Gaschen bleibt noch ein wenig stehen. Die ist noch nicht ganz so weit. Sind teilweise die Stängel noch grün und außerdem die Kanne sind noch zu wach. Wir haben viel zu viel Feuchtigkeit. Ich habe nicht gemessen, wir haben ein Messgerät. Ja, ich habe es nicht gemessen, wir haben es jetzt gedroschen. Und ja, wenn es noch ein wenig feucht ist, dann es drucken da auf dem Hänger auch gut, bevor ich es lache. Ja, der IHC steht da drüben. Auf dem Arm ist das, was im Abtankrohr noch drin war. Das haben wir rausgekratzt, dass man es zuklappen konnte. Am IHC hängt hinten das Fessler. Reiner Sicherheitsmaßnahmen. Wir hätten eher Wasser gebraucht zum Gießen wieder. Und ich habe einen Bekannten, der hat einen Grum und die ist voll mit Wasser. Da sind ein paar hunderttausend Liter drin. Und da habe ich aber einen Fessler geholt. Steht jetzt da. War dann noch oben ohne Grum entleert. Dann kann es fast wieder aufgerammt werden. Mein KL 300 hängt an der Presse da hinten, die brauche ich morgen zum Lohnpressen. Der Schwader kann draußen bleiben, den brauche ich jetzt nicht. Der Ladewagen mit dem KA 15 war dann wieder in Aufwärtsrichtung Stall gestellt, den brauche ich im Moment auch nicht, das ist auch nicht brisant. Und wenn da ein Ring kommt, ist nicht schlimm. Allgäuer kommt wieder da rein, IHC kommt dann auch wieder rein, Fessler kommt wieder rauf. Der Kippe kommt jetzt ganz hinten rein und da vorne noch kommt dann die Presse mit dem KL 300. Und dann ist das Zeichen ein wenig. Ja, eigentlich haben wir es aufgerammt, dass es nicht groß so ausschaut im Hof. Ja, wie gesagt, fällt jetzt dann bloß noch die Gaschen. Das kommt auch noch. Der holt jetzt gerade mit dem Allgäuer den Kipper rauf. Das ist halt momentan jetzt der einzige Pultdach, der frei ist. Ne? Ist halt alles belegt. Und ja, der ist ja gemacht. Da fahren wir was ab. Geht halt langsam, weil es sind halt bloß 12 PS. Ne? Dann sind wir warm bei den Temperaturen. Ups, da hat's was. Ich glaube, es ist zu schwer. Schlecht. Das ist ein Kondank voll. Ja, mei. Das ist rückwärts drauf. Wie jetzt gedacht? Oder wir sind vorne und hinten rumlaufen. Ja, das geht auch. Okay. Ja. Warum habe ich es jetzt nicht gefilmt, das Dreschen? Also das ganze Dreschen vom Was und vom Ding. Ganz einfach, weil es mir zu warm ist. Ja, ich habe es ja am Anfang vom Video schon gesagt, ich habe im Moment einfach keine Lust, Videos zu machen. Und ich gebe auch ganz ehrlich zu, wenn es 36 Grad draußen hat und es läuft dann die Brührunde und wir wollen den ganzen Tag schon beim Ballen hochstechen und auframmen. Man möchte einmal mit der Arbeit fertig werden, man möchte sich irgendwann einmal nachhocken. Und ja, ich habe keine Lust gehabt, mich in die Sonne zu stellen und das zu filmen. So, wir wollten fertig werden.
Ihr habt das Rapsdreschen gesehen. Ihr habt jetzt einen klitzekleinen Teil vom Haben gesehen. Und ja, da war's. Das ist im Endeffekt das selber. Das ist halt eine Mähdresche. Schnitzt es getrau ab, dann ziehe ich das rein, dann drischt er die Kanne aus die Ehen. Hinten schmeißt er Strunk aus und, ja, und kann dann sammelt er die Kanne. Kennen wir ja. Ja, ist lapidar gesagt, ich war schon, ja, das waren wir eigentlich auch so früh von deiner Videos, aber anders, ja, das war schon so, aber es hat sich halt auch irgendwas geändert. Ich habe im Moment einfach wirklich keine Lust. Heißt jetzt nicht, dass ich für das Video keine Lust habe, im Gegenteil, sonst hätte ich es nicht gemacht, weil wenn ich gar keine Lust gehabt hätte, hätte ich gesagt, nö. Aber ich habe jetzt keine Lust gehabt, mich in die Hitze zu stellen. Ja, wann das Video kommt, weiß ich wie gesagt noch nicht. Wir haben heute, wie gesagt, 36 Grad. Morgen soll ich Lohnpressen. Ich muss morgen mein eigenes Zeichgarn holen. Das muss dann auch gleich verrammt werden. Ja, und wenn es so heiß ist, ich habe in der Wohnung aktuell auch nicht 20 Grad, außen hat 36 Grad. Wenn ich den Rechner die ganze Nacht trödeln muss, dann sind noch nichts mehr mit 21 Grad im Schlafzimmer, weil dann schätze ich, dann haben wir eher 26, weil der arbeitet und heizt wie Sau. Ich meine, ist klar, die CPU muss gekühlt werden. Und zum Rendern, da braucht er ordentlich Strom. Und natürlich, wie gesagt, auch. Ist der langsam unterwegs. Und natürlich auch produziert er dabei einen Haufen Wärme. Deswegen hier, ich weiß noch nicht. Vielleicht, wenn es regnet, wenn es dann ein bisschen kühler wird. Vielleicht aufs Wochenende zu. Ihr seht es ja dann, wenn es rauskommt aus dem Video. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen rar im Moment auf YouTube, das gebe ich zu. Ihr habt es gesehen, ich bin ein wenig im Modellbau wieder drin. Ich habe eigentlich mein Leben lang schon immer ein wenig Modellbau gemacht, Plastikmodelle zusammengesetzt und RC-ferngesteuerte Dinge gebaut und was ist jetzt? Nee, ich habe ja wie gesagt alles ein wenig gemacht. Und es ist lange liegen geblieben, ist nichts mehr passiert in die Richtung. Ich habe dann viel YouTube gemacht, ihr wisst, ich habe zweimal die Woche ein Video gebracht und ja immer geschaut, neue Farmflug und dass ihr was habt. Und jetzt habt ihr es ja alle mitgekriegt, es ist deutlich weniger geworden, als es einmal war. Ich weiß. Aber das musst einfach einmal sagen. Ich musste einfach mal ein wenig runterkommen, aus dem ganzen Stress raus. Ich glaube, das wird nichts. Rückwärts den Beinen auf. Steckt schon wieder. Die Kippe ist zu schwer. Sehr viel Stützlast vorne durch den IHC-Abhänger. Ich werde mal was im Wohnklee machen. Der Allgäuer hat halt nur 890 Kilo, darf man nicht vergessen. Und der Kippe, der hat einen Kontakt drauf, das, ich weiß gar nicht, das ist so Pickback voll, glaube ich immer. Das ist so ca. 450-500 Kilo. Der Kippe selber hat ja auch Eigengewicht. Dann hat er ziemlich weit vorne abgedankt. Dann ist das Zeug schwer und steckt halt der Bulldog auf. Ich würde sagen, es wird nichts. Ja, hängen wir mal den IHC ab. Machen wir es fast leer, hängen wir den ab. Dann sehen wir weiter.